Ja, ich bin der Sogambo Wolfgang und heute wechseln wir mal eine Dichtung vom Sogambo. Und dazu brauchen wir hier so einen Keramikgrillschaber. Wir finden dann hier einen Anfang. Hier habe ich schon mal angefangen und jetzt muss man mit wirklich viel Geduld schlichtweg alles wegschaben. Wenn man zum ersten Mal die Dichtung wechselt, dann kann sein, dass hier noch von der Glasur des Grills so Keramikrückstände sind. Und die mache ich dann mal mit dem Schwingschleifer weg. Jo, fertig. Mit dem Schwingschleifer musst du da nicht unbedingt drüber fahren. Wenn du das machst, dann mit Körnung nicht gröber als 120. Also empfehle ich. Also den Deckel, den habe ich kurz abgemacht hier mit einem 13er Schlüssel und einem 6er Innenbus. Und den lege ich hier hin, weil ich will das ja auch gemütlich haben. So, jetzt kommt die angenehme Arbeit. Und das ist eine 3 mm Glasfaserdichtschnur. Ganz spezielles Material mit einer ganz speziellen Selbstklebung als Alternative zu einer Filzdichtung. Die Glasfaserdichtung, die hat eine längere Lebensdauer. Ja, einfach drauf und dann mit dem Finger schön hier am Rand abfahren. Das war's. Die Klebreste der alten Deckelventildichtung habe ich allerdings mit Verdünnung weggemacht. So, und jetzt kommt die Dichtigkeitsprüfung. Um 11.47 Uhr habe ich damit begonnen. Jetzt ist es 4 Stunden später. Wir haben kaum Kohle verbraucht. Die Temperatur blieb konstant. Das heißt, der Sogambo zieht keine falsche Luft. Heißt aber auch, die Glasfaserdichtung ist absolute Spitze.